Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Event. Es freut mich, Sie dieses Mal vor unserem Messetransformator in Oberursel bei unserer Messco begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf eine interessante Vorführung wichtiger Schutzeinrichtungen, welche Ihre Transformatoren vor inneren oder äußeren Störungen, vor Überdruck oder Gasen schützen. Sie werden dazu gleich zwei Experten aus dem Hause Cedaspe und Messco kennenlernen, die Petra und den Lukas, die ihr Know-how mit uns teilen. Die Messco GmbH gehört ja seit 1999 bereits zur Rheinhausen-Gruppe, während Cedaspe bzw. ETI erst seit 2016 Teil der Gruppe sind. An der Stelle eine kleine Randnotiz zur Rheinhausen-Gruppe. Bereits seit 2012 ist ja auch die CAPT ein Hersteller für Umsteller im Leistungs- und Verteiltransformatorenbereich in der Rheinhausen-Gruppe. Zurück zu den angesprochenen Schutzeinrichtungen, bei denen wir grundsätzlich in drei Kategorien unterscheiden. Zum einen Schutzeinrichtungen gegen Überdruck, sogenannte Druckentlastungsventile, im Englischen Pressure Relief Device, PRDs. Diese Abkürzung werden wir in der Folge vielleicht das ein oder andere Mal verwenden, darum sei es hier an der Stelle eingeführt. Gasrelais, beispielsweise ein Buchholzrelais und einfache Absperrventile bzw. Instrumente zur Gasüberwachung. Ja, beginnen wir mit den Druckentlastungsventilen. Petra, Lukas, schön, dass ihr hier seid. Petra, würdest du uns bitte zum Einstieg erklären, ein Druckentlastungsventil, was steckt denn eigentlich dahinter, was ist das Funktionsprinzip und warum braucht man das unbedingt am Leistungstransformator? Ja, gerne. Im Verlauf der Jahre können sich das Isolieröl und die Papiere zersetzen, vor allem unter Einfluss von Feuchte oder Temperatur. Die Temperatur kann dem Lastprofil geschuldet sein, die Feuchte vielleicht, weil das Öl nicht ordnungsgemäß entfeuchtet worden ist oder es Probleme in der Einatemluft gibt. Dabei gilt, je höher der Feuchtegrad oder die Temperatur, desto höher der Einfluss auf die Isoliermaterialien und damit auch je höher das Risiko, dass es zu einem Fehler kommt. Wenn es dann einen Lichtbogen gibt, dann zersetzen sich Öl, Papier und die Abbauprodukte innerhalb von, also in Sekundenschnelle, die verdampfen. Ja. Es entsteht eine sich rasch ausbreitende Gasblase und der Druck innerhalb des Tanks vervielfacht sich mit einem Wimpernschlag. Was wird jetzt passieren, wenn es keinen Weg gäbe, dass das entweichen kann? Ja. Es käme dazu, dass der Tank reißt zum Beispiel, dass das Öl Feuer fangen kann im Kontakt mit Sauerstoff und es kann dadurch zu verheerenden Bränden kommen, zu Umweltverschmutzung und natürlich auch zu Personenschäden, wenn da gerade zufällig jemand vor Ort ist. Also ein sehr wichtiges Gerät, vielen Dank Petra, das heißt quasi, es ist jetzt nicht für die ursächliche Fehlervermeidung zuständig, aber um noch größeren Schaden zu vermeiden sozusagen. Ja, ja, sehr interessant und sehr einleuchtend, dass man das auch unbedingt installieren sollte am Transformator. Auch fürs Acid wichtig, weil ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich den Trafo abschalte und dann bleibt mein Transformator halt nach einer Revision nutzbar. Ja. Wenn mir der Tank platzt, ist es weg. Ja, genau. Das ist ja nun der wertvollste Faktor. Richtig, ja, richtig. Ja, Petra, vielen Dank. Jetzt vertreibt die Messco ja das Druckentlastungsventil MPREC. Mhm. Wo liegen jetzt hier die konkreten Anwendungsbereiche? Also an welchen Transformatoren können unsere Kunden das MPREC nutzen? Das MPREC ist speziell für große Leistungstransformatoren, für Distributionstransformatoren, also Verteiltransformatoren geht es auch. Gibt es quasi keine Einschränkungen? Genau, da gibt es keine Einschränkungen. Stufenschalter, Drosselspulen, ja, wo auch immer. Ja. Man kann sagen, Hauptsache der Trafo ist groß genug, genau, dass es drauf passt, damit er nicht umfällt. Also er sollte, ist ja schon ein großes Gerät hier, natürlich auch sehr wertig und hat auch ein entsprechendes Gewicht. Ja, aber gibt quasi keine Einschränkungen im Transformatorenbereich. Genau, für Empfehlungen sind wir natürlich immer auch im Detail und im Einzelfall anzusprechen.
Ja, wo liegen jetzt, wir haben es hier schön am Tisch, wie gesagt, wo liegen die konkreten Mehrwerte, die Vorteile des MESCO MPREC für unsere Kunden? Das MPREC ist quasi ein fast Vollmetallgerät. Die Materialien sind alle sorgfältig ausgewählt. Der Fokus lag dabei auf Langlebigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer des Transformators und auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Sehr interessant, ja. Also höchste Anforderungen an Qualität, so wie wir es auch gewohnt sind von unserer MESCO, gilt natürlich auch hier für unser Druckentlastungsventil MPREC. Mhm. Ja, vielen Dank, Petra. Soweit jetzt erstmal zum MPREC. Lukas, du hast ja auch heute Zeit genommen für uns. Sehr schön, dass du hier bist. Du vertrittst heute die CEDASPE-Gruppe, unsere italienischen Kollegen. Ja, ähnlich wie die MESCO mit dem MPREC vertreibt auch die CEDASPE ein Druckentlastungsventil, das VST2080. Kannst du uns, ähnlich wie die Petra, erklären, wo liegen denn die Mehrwerte vom VST2080? Danke, Christian. Ihr habt ja eben schon viel über das MESCO MPREC gesprochen. Das Design des CEDASPE-Gerätes ist prinzipiell sehr ähnlich. Auch hier haben wir eine ölgerichtete Haube. Das bedeutet, im Falle eines Auslösens des Gerätes wird das Öl über eine Rohrleitung hier zum Boden des Trafos geführt. Das ist ein Vorteil dieser ölgerichteten Haube. Gleichzeitig bedeutet das, dass alle Teile, die im CEDASPE VST2080 sind, geschützt sind vor äußeren Einflüssen. Ja, das bedeutet beispielsweise, die Mikroschalter sind hier gut geschützt, ja. Aber auch die Federelemente, die im Gerät sind, sind eben auch vor Regen, beispielsweise vor Wind geschützt. Sehr interessant, also sagen wir mal von der Funktionsweise, vom Funktionsprinzip, damit ähnlich zu unserem MESCO MPREC. Jetzt, wenn wir auf den täglichen Betrieb schauen, wo liegen denn dann die Vorteile von dem CEDASPE-Gerät? Genau. Wie die Zuschauer vielleicht hier auch sehen können, das CEDASPE-Gerät ist einfach ein ganzes Stück kleiner als das MESCO MPREC. Ah ja, konkret, die Größe sozusagen. Richtig, genau. Konkret geht es hier um die Größe des Ölauslasses, die hier beim CEDASPE VST2080 eben 3 Zoll beträgt und beim MESCO MPREC 6 Zoll beträgt. Dies führt dazu, wenn wir über Anwendungen sprechen wollen, das heißt, wann verwendet der Kunde vielleicht eher das CEDASPE VST2080, dass es vor allem auf kleinen, mittleren Verteiltrafos Anwendung findet, ja, oder aber auch auf Bahntransformatoren. Das ist ja gleichzeitig auch schon die Empfehlung, Lukas, vielen Dank dafür. Also wo wenden wir welches Gerät an? Sagen wir, zusammenfassend MPREC eher so im größeren Leistungstransformatorenbereich aufgrund der Größe, du hast es gerade sehr schön erläutert mit der Petra, und im kleinen Leistungstransformatorenbereich, Verteiltrafo-Bereich, dann eher die Empfehlung Richtung CEDASPE-Gerät. Genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Dann haben wir uns hier eingehend mit den Druckentlastungsventilen beschäftigt, würde ich sagen, unseren Kunden hoffentlich einen Mehrwert in Form von Informationen erbracht. Liebe Petra, lieber Lukas, die Druckentlastungsventile haben wir ja jetzt ausführlich behandelt. Und wie von Zauberhand sind hier auf unseren Tischen Buchholzrelais gelandet. Ja, wir sehen hier das Exponat, einmal Hersteller MESCO mit dem M-Safe, und wir sehen hier auch von CEDASPE die RR-Serie. Buchholzrelais sind ja anerkanntermaßen, würde ich mal behaupten, unerlässlich am Transformator. Lukas, kannst du uns zum Einstieg jetzt mal das Funktionsprinzip bitte nochmal erläutern? Und ja, warum ist es unerlässlich am Transformator, das Buchholzrelais? Ich habe hier, wie gesagt, ein CEDASPE RR-Serie-Relais vor mir. Und man sieht sofort die zwei Anschlussventile oder die zwei Anschlussmöglichkeiten hier an der Seite. Das erlaubt eben die Installation des Buchholzrelais in der Rohrleitung zwischen Transformatorentank und Ausdehnungsgefäß. Üblicherweise ist dann, während der Trafo läuft, natürlich das Buchholzrelais mit Öl gefüllt. Und hier in dieser Ölkammer ist auch das Herz des Buchholzrelais. 2 Schwimmer und Riedkontakte.
Diese Schwimmer erlauben es eben, dass das Buchholzrelais bei drei möglichen Fehlerfällen, Störfällen im Transformator auslöst. Der erste Fehlerfall ist ein plötzlicher Ölfluss, ein Ölschwall vom Transformatorentank zum Auswendungsgefäß. Wie detektiert das Buchholzrelais das? An dem unteren Schwimmer ist eine Klappe, eine Öldurchflussklappe installiert. Und wenn diese Klappe betätigt wird, nach einem spezifizierten Ölflusswert, wird eben auch dieser Schwimmer sich bewegen und die Riedkontakte schalten. Der zweite Anwendungsfall, zweiter Störfall gewissermaßen, ist eine Ansammlung von Gas, hier im oberen Bereich des Buchholzrelais, in der Regel Fehlergase. Und wenn sich hier eine gewisse Menge an Gasen bildet, geht der obere Schwimmer nach unten, schaltet auch wieder den Riedkontakt und erlaubt es eben da dem Personal auf der Umspannanlage zu wissen, wann sich eine größere Fehlergasansammlung ergeben hat, die sie dann analysieren können. Der dritte und letzte Anwendungsfall ist ein kompletter Ölverlust. Dies passiert beispielsweise, wenn eine der Durchführungen eine Leckage hat. Dann wird das komplette Öl aus dem Ausdehner möglicherweise durch die Durchführung lecken. Das heißt, erst wird der Ausdehner leer, dann noch die Rohrleitungen und dann eben auch das Buchholzrelais damit. Dann gehen beide Schwimmer nach unten und trippen den Transformator. Also ein Zweischwimmer Buchholz Relais. Du hast mögliche Fehlerquellen wie Ölschwall, Gasentwicklung erwähnt und wichtig natürlich beim Buchholz Relais, es vermeidet ja dann weiteren Schaden möglicherweise am Transformator. Es ist ja auch mit dem Leistungsschalter in der Regel verbunden. Okay, vielen Dank Lukas, sehr interessant. Ja, Petra, wir haben hier auf unserem Tisch ja auch das Mesco M-Safe. Ich sage mal von der Funktionsweise ein sehr, sehr ähnliches Gerät, von der Optik etwas anders, aber Funktionsprinzip das gleiche. Zum Beispiel mit Buchholzrelais, mit Schwallklappe. Mhm, genau. Ja, was zeichnet jetzt das M-Safe im Vergleich auch zum CEDASPE-Gerät oder wo grenzt es sich ab? Wir haben auch hier, ähnlich wie beim Mesco M-Preg, ein sehr hochwertiges Gerät mit sorgfältig ausgewählten Materialien. Das Gerät ist so, was die mechanischen Komponenten angeht, zu 95% aus Edelstahl. Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Flansche, sodass das entsprechend zur Anwendung des Kunden passt. Und es gibt das Gerät, wie unsere anderen Geräte auch in der Offshore-Version. Ja, sehr interessanter Punkt, Offshore-Version, also auch Offshore-tauglich. Gibt sicher einige Anwendungsfälle, dass hier das M-Safe dann im Besonderen auszeichnet auch. Lukas, also vielen Dank, Petra. Danke, Lukas, gerne, Christian. Noch Anmerkungen im Speziellen zum Gerät für das vom CEDASPE-Gerät? Genau, ja, das CEDASPE-RR-Buchholzrelais ist eben sehr ähnlich vom Aufbau, von der Funktion natürlich komplett ähnlich wie das Mesco M-Safe. Ja. Ebenfalls eine sehr robuste Konstruktion und es bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten an den Transformator, an die Rohrleitungen. Jetzt, wenn wir hier zwei sehr, sehr ähnliche Geräte, wie wir es ja schon betonen, im Funktionsprinzip auch von den Funktionsweisen und den Ausstattungsmerkmalen hier noch zusätzlich Offshore, okay. Aber darüber hinaus werden sich unsere Kunden natürlich fragen, ja, was nehme ich denn jetzt? Entweder das CEDASPE-Gerät oder das Mesco-Gerät. Haben wir da eine Empfehlung für unsere Kunden? Im Mesco- und CEDASPE-Portfolio ist das Mesco M-Safe eher das Premium-Produkt auf der High-End-Ebene. Das bedeutet, wir haben Funktionen beispielsweise wie die Offshore-Tauglichkeit, wo wir dann eine CX-Lackierung haben, wo wir die Anbauteile aus Edelstahl haben. Das ist eben bei CEDASPE nicht verfügbar. Und ja auch Made in Germany, sage ich jetzt mal. Made genau, in Oberursel. Wir sind ja hier live vor Ort. Man hört es vielleicht auch immer wieder mal im Hintergrund. Es wird ja hier laufend gefertigt. Übrigens, unsere Zuschauer sind natürlich jederzeit herzlich eingeladen, hier auch eine Besichtigung zu machen. Also genau, das M-Safe, High-End-Bereich. Ja. Und auf der anderen Seite das CEDASPE eben auch ein sehr gutes Produkt, eher für die Standardanwendungen. Und natürlich gibt es ja auch einen preislichen Unterschied, das ist dann klar. Okay, ja, leuchtet auch ein, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für unsere Kunden. Und wenn sie ein Angebot wünschen, kriegen sie natürlich sowohl für das eine als auch für das andere Gerät jederzeit ein Angebot von uns. Ja, wunderbar. So viel zu den Buchholzrelais. Dann haben wir last but not least Absperrventile
und Gasüberwachungsgeräte am Programm. Und dafür bauen wir jetzt unsere Tische wieder um, würde ich sagen. Genau. Ja, lieber Lukas, jetzt haben wir uns gerade sehr ausführlich mit Buchholzrelais befasst. Jetzt kommen wir zu guter Letzt beim Thema Schutzeinrichtungen zu den Absperrventilen und Gasschutzeinrichtungen. Dafür haben wir jetzt unsere Exponate hier am Tisch wieder gewechselt und wir haben die Petra verschwinden lassen, die Petra in die Pause verabschiedet, weil Schutzeinrichtungen Absperrventile ausschließlich aus dem Hause Cedas bekommen. Deshalb sind wir jetzt hier nur noch zu zweit. Ja, zum Einstieg, lass uns gleich auf das Darok schauen, ein Absperrventil. Ja, Lukas, ganz einfache Frage, was ist das? Ja, vielen Dank, Christian. Ich denke auch, einige unserer Kunden kennen das Darok nicht. Das Cedaspo Darok ist eine Schutzvorrichtung, die vor allem bei mittleren, großen, sehr großen Leistungstransformatoren verwendet wird. Mhm. Das Darok ist installiert in den Leitungen zwischen Transformatorentank und dem Ausdehnungsgefäß des Trafos vor dem Buchholzrelais. Was macht das Darok? Es unterbricht den Ölfluss vom Ausdehner zum Tank, wenn ein gewisser Wert überschritten worden ist. Das ist gleichzeitig der Grund, wieso brauchen wir das? Also funktionsweise kennen wir dann auch die warum. Ist das jetzt ein autarkes Gerät oder hat es zum Beispiel auch Funktionen wie Meldungen? Also kann man sich hier was abholen in die Leitwarte beispielsweise? Das Cedaspo Darok hat bis zu 3 Mikroschalter verbaut, die eben dann auch eine Meldung in die Warte geben können. Und vielleicht eine Sache noch, die Durchflussleistung quasi oder der Wert, die Schwelle, ab wann das Gerät auslöst, ist einstellbar von 30 bis 80 Liter pro Minute, je nach Trafo-Design. Okay, also das Darok, jetzt wissen wir mehr dazu, so eine Art Rückschlagventil, das dann auch dazu dient, um größere Brände oder das quasi im Fehlerfall noch mehr Schaden zu verhindern. Alles klar, Lukas, dann lass uns nach dem Darok noch einen Blick auf die Gasschutzeinrichtungen werfen. Wir haben hier am Tisch, haben nur noch mal ein bisschen umgemodelt, das RG3-2 und das CPR-3. Ja, ähnlich wie beim Darok. Bitte erklär uns doch, warum brauchen wir das, was ist das eigentlich und welche Funktionsweisen erfüllt es im Transformator, warum braucht es unser Kunde? Genau, Christian, lass uns hier beim CPR-3 anfangen. Das CPR-3 ist ein Gasrelais, das Eindringen von Umgebungsluft in den Ausdehner, also in den Gummisack des Ausdehners erkennen kann. Wir empfehlen es für alle Arten von Leistungstransformatoren, weil wir eben damit eine Beschädigung des Gummisacks melden können. Ja. Technisch gesehen ist das Gerät auch ein Buchholzrelais, mit nur einem Schwimmer. Das heißt, ja, es löst dann aus, hat auch Mikroschalter verbaut, wenn der Gummisack... Auch für Meldungen quasi dann genau, für die Meldungen in die Warte, wenn der Gummisack eben beschädigt wurde. Und ja, warum brauchen wir das? Naja, wir wollen nicht, dass Umgebungsluft in den Gummisack eindringt. Das kann zu Kondenswasser führen, das kann zu Schäden in Entwicklungen führen. Logisch, ja. Das ist fast schon selbsterklärend dann, ja. Ja, und ähnlich wie es mit dem RG3-2, schwieriger Produktname. Ja. Wie verhält es sich hier? Was genau ist die Funktionsweise? Ja, sehr gerne. Das RG3-2 von Cedaspo ist ein Gasentnahmerelais, das nur im Zusammenspiel mit einem Buchholzrelais auch Sinn macht. Ja. Das Gerät selber ist an der Seite des Transformators ungefähr auf Augenhöhe installiert und mit einer Kupferleitung ins Buchholzrelais verbunden. Mhm. Warum braucht man dieses Relais jetzt oder was vereinfacht es uns? Wenn wir im Buchholzrelais eine Ansammlung von Fehlergasen haben, wollen wir nicht jedes Mal auf das Trafo-Dach steigen, um die Fehlergase zu entnehmen. Ja. Deshalb erleichtert uns dieses Gasentnahmegerät das Leben sehr, weil wir die Fehlergase aus dem Buchholzrelais direkt dort entnehmen können. Okay, dann kann ich quasi von der Seite am Transformator mir die Gase rausziehen, analysieren für Analyse und ja, das erleichtert das Leben im Service sozusagen des Kunden. Genau. Ja, wunderbar. Da haben wir hier viel gelernt. Am Ende unserer Vorführung aller Schutzeinrichtungen aus der Rheinhausen-Gruppe. Ja, Lukas, vielleicht abschließend. Cedaspo ist ja noch ein relativ junges Mitglied in der Rheinhausen-Gruppe. Wieso sollten unsere Kunden generell zu Cedaspo gehen?
Was ist der Mehrwert, wenn man mit der Chartaspe zusammenarbeitet? Du sagst es, Chartaspe ist erst seit einiger Zeit ein Teil der Rheinhausen-Gruppe, aber natürlich hat die Firma mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Transformatoren, Instrumente, Schutzeinrichtungen oder eben auch diese Geräte, die wir hier vor uns haben. Das bedeutet, Chartaspe weiß, was es herstellt. Die Geräte sind alle sehr robust gebaut, einer sehr guten Qualität und wie Sie ja in unseren Videos hier sehen können, unsere Leidenschaft ist eben Transformatorenzubehör. Ja, Leidenschaft ist ein gutes Stichwort und ja, ich denke auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben das auch öfter gehabt in der Abgrenzung der Produkte zu Mesco, was natürlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, aber hier eher sagen wir, im kleineren Leistungstransformatorenbereich Chartaspe-Produkte zu verwenden, empfiehlt sich. Ja, Lukas, wunderbar, vielen Dank. Unsere Zuschauerinnen und unsere Zuschauer haben hier hoffentlich viel mitnehmen können aus der Veranstaltung. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel lernen heute von dir, auch von der Petra natürlich. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, jederzeit gerne auf uns zukommen, auf den Lukas, auf die Petra oder auf mich. Wir helfen Ihnen gerne und freuen uns, von Ihnen zu hören. Bis bald, auf Wiedersehen. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot benötigen, bitte kommen Sie jederzeit auf uns zu. Ansonsten freuen wir uns auch auf Ihr Feedback. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihr Rheinhausen-Team, heute aus Oberursel.